dass wir eben bei der Fußbodenheizung hier noch die Möglichkeit haben, im Bereich Heizung, Lüftung Korrekturmengen einzugeben. Das heißt also, wir könnten hier plus 6, minus 12 und ähnliches machen. Deswegen haben wir in diesem Bereich, wo dies möglich ist, eben zusätzlich dann auch nochmal die Werteanzeige mit Originalwert und BLB-Wert und der separaten Variante für die entsprechende Korrekturmenge, die wir dann vorne bei entsprechenden Menge stehen sehen. Steuerung für die einzelnen Bereiche ist überall identisch. Jetzt könnte die Frage kommen, was ist im Bereich Elektroausstattung? Im Bereich Elektroausstattung steht alles zur Verfügung, was Elektro ist. Das heißt also auch das, was in das Gewerk entsprechend hineingeht. Und eben in dem Falle alles das, was, um es zu konkretisieren, die Elektroraumausstattung ist. Das heißt also, Sie finden hier alles das, was in der Bauleistungsbeschreibung üblicherweise Bestandteil des Raumprofils ist. Bedeutet gleichzeitig, Sie finden hier zum Beispiel nicht irgendwelche Elektroanschlüsse, die zum Beispiel für Rollläden, die elektrisch betrieben werden müssen, kalkuliert werden. Das passiert automatisch. Sie finden hier zum Beispiel nicht, deswegen wir stehen gerade auf der Diele, einen Haustüröffner, weil das hat mit der Anzahl der Haus- oder Wohnungseingangstüren zu tun, sondern Sie finden hier im Elektrobereich schlicht und ergreifend alles das, was ganz klassische Elektroausstattung der Räume ist. Und ich erlaube mir darauf hinzuweisen, ganz unten gibt es auch Elektroausstattungsprofile mit Leuchtmitteln, was im Einfamilienhausbaubereich eigentlich gar nicht verwendet wird, aber eben im Bereich MFH für die Verkehrsflächen nötig ist. Natürlich, wie gesagt, wenn Sie möchten, Sie können das auch im Einfamilienhausbaubereich einsetzen. Das ist der Bereich Elektro und wir sind in der Lage, eben hier, wenn wir sagen, wir wollen aber mehr als die normale Steckdosenanzahl haben, dies einfach in der Spalte Menge einzugeben. Und wenn Sie versuchen wollten, das in der Spalte Menge BLB zu machen, die ist nicht bearbeitbar. Elektrobereich, soweit so klar. Beachten Sie bitte, dass teilweise Räume auch außerhalb des Hauses Elektroprofile haben können, zum Beispiel eine Loggia oder zum Beispiel ein Balkon, während üblicherweise im Elektrobereich beim Wohnzimmer die Kontrollausschaltung für Außenbeleuchtung mit dabei ist, was eben an der Stelle dafür steht, dass in der Regel beim Wohnzimmer irgendwo draußen eine Art Terrassenkonstellation entsprechend vorgesehen ist. Soweit zum Thema Elektro. Technisch gesehen ist die Bedienung von dem Bereich Elektro exakt identisch zu allen anderen, mit eben Ausnahme beim Bereich Heizung, Lüftung mit der Korrekturmenge, was wir uns schon angeschaut haben. Im Bereich Pauschalpositionen, Achtung, es kann sein, dass dieser bei Ihnen nicht aktiv ist. Über die Benutzerrechte ist der ausschaltbar. Sind alle die Berechnungen hinterlegt, die eher am Raum pauschal hängen, das heißt also üblicherweise auch nicht verändert werden. Das heißt also hier bitte der Hinweis, in diesen Bereichen nur dann einzugreifen, wenn wirklich irgendwo ein Need da ist. Elektroausstattung, ein paar mehr Steckdosen ist üblich. Die Pauschalpositionen, die üblicherweise gerechnet werden, ist halt zum Beispiel eben ein Fliesenspiegel in der Küche, eine Kücheninstallation. Und Sie sehen, wenn wir in die einzelnen Räume reingehen, ist natürlich mittlerweile auch dieses Thema Brandschutzschalter oder Lichtbogenspannungsschutzschalter etwas, was realisiert ist. Hier eben im Unterschied dazu, in welchem Geschoss die Räume gesetzt sind, entsprechend der ja, gültigen Richtlinien, Vorschriften, wie immer wir es nennen wollen. Im Bereich Sanitär, wir hatten es gesehen, wir haben zum einen die Möglichkeit, eben bestehende Positionen, die laut BLB vorgesehen sind, in der Menge zu ändern. Das heißt also hier zum Beispiel eben zu sagen, zwei Stück Handwaschbecken. Beachten Sie bitte, dass im Standard der Branchenmodelle von VI auch im Bereich der Sanitärplanung wie bei Elektro nicht das verwendet wird, was irgendjemand in den Grundriss gesetzt hat, weil das würde eben voraussetzen, dass die Sanitärobjekte gesetzt wären. Es ist so, dass das Raumprofil die Berechnung bestimmt, was also bedeutet, wenn der Sanitärraum so aussehen würde, das heißt also ohne Objekte wäre das, was Sie hier in dem Register Raumausstattung im Bereich Sanitär bei WC und Dusche stehen sehen,
trotzdem identisch, weil eben durch die BLB entschieden und nicht durch die Planung. Bitte Achtung, das kann in der Kalkulation umgestellt werden, könnte also in Ihrer Version anders sein. Das heißt also, das ist etwas, was steuerbar ist. Die Möglichkeit hier ist allerdings eben vorhanden, dass Sie sagen, Sie ändern die Mengen. Das heißt also, ich habe das jetzt bei der Handwaschbeckenanlage einfach mal gemacht, indem ich gesagt habe, zwei Stück, und könnte meinetwegen auch sagen, ich nehme jetzt hier noch eine Duschwand einseitig mit Schwenktür in Echtglas dazu, könnte natürlich auch die bestehende Rechteckdusche einfach mit entfernen, löschen, was wiederum dazu führt, dass nur die Menge auf Null geht, und könnte zum Beispiel eben eine Dusche mit bodengleichen Einstieg entsprechend dazu nehmen, in dem Falle vielleicht ohne Trennwand.